herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute will ich das jetzt alles zusammenbauen. Ich zeige euch jetzt mal das hier. Will ich heute zusammenbauen. Wenn ihr euch wundert, dass hier schon die Aufkleber drauf sind, wir haben einmal ein Video gemacht, aber das hat man gar nicht alles gesehen. Nur wir waren auf dem Bild, das andere war leider nicht auf dem Bild gewesen. Deswegen mussten wir ein neues Video machen. Also wundert euch nicht, dass die Aufkleber hier schon überall drauf sind. Okay, und ich wollte noch sagen, meine Mama hilft mir heute. Untersetzer daneben und da kann zum Beispiel das kleine Kind sich dann da drauf setzen. Weil sonst sähe das nie so aus. Dann würden die direkt ins Klo fallen. Ich kann das auch machen. Kinder besser sitzen. Ups. Und diesen Hammer habe ich selber gebastelt. Aus Kleber. So. Die Treppe. Das brauchen wir, ne? Und die eine Treppe. Ich muss das erstmal dran bauen, Schatz. Oh, dann warte ich. Nee, hier an der Treppe. Ach so. So. Ja. Du weißt es ja gar nicht mehr. Ich weiß nun alles. Super. So, es hält. Hier ist die Treppe. Dann brauchen wir diese große Platte. Und da kommt, hier ist auch schon wieder ein Aufkleber drauf. Und wir mussten das ja alles wieder auseinanderbauen. Und weißt du, was mir dann passiert ist? Von dem Waschbecken, der Wasserhahn, ich habe den so dolle dran gezogen, dass mir der abgebrochen ist. So, das haben wir. Mama, was? Das weg. Was suchst du denn? Den Waschbecken? Ja. Ja, so. Das Waschbecken? Ja, du hast jetzt hier zerpflückt. Das muss blau aussehen. Ich steh mal auf. Warte. Nee. Das doch. Oh. Das hast du doch gerade eingestellt. Das Waschbecken aber. So soll das auch nicht aussehen, oder? Sieht aus wie eine Toilette. Hier ist es. Ist das abgerupft? Ja, das habe ich auch. Nee, da ist nichts. Was suchst du denn noch? Das da. Ach, das Pinke. Pinke, ne? Türkisen, ne? Das steht hier nirgendwo. Seht ihr das irgendwo? Hast du das was irgendwo anders dran gebaut? Nein. Ja, auf deinem Schreibtisch. Ach so, da ist es ja. Wer hat das wohl dahin gelegt? Ich. Toni. So. Wir machen den Wasserhahn jetzt noch nicht dran. Der muss nämlich noch trocknen. Den hat Mama mit Sekundenkleber fest. Erstmal muss das dran. Warte, ich hole schnell den Wasserhahn. Da müssen wir messen. Warum? Wie groß das, wie hoch das muss. Dann müssen wir dann so drin. Ja, wir können das ja immer wieder rausnehmen und wieder reinstecken, weißt du? Muss der Waschbecken. Oh, das ist noch hier.
vergessen. Der ist eigentlich schon markiert. Oh Mann, dabei habe ich mein schönes Wasserhahn gemacht. Hey, wir können den Wasserhahn tauschen. Also der Wasserhahn ist hier. Der ist hier in der Mitte durchgebrochen. Den legen wir bei euch auf den. Thank you.
Und das wollte ich euch noch sagen. Hier gibt es so welche Karten. Die kann man ins hier so reinstecken. Das sind die Zimmerkarten. Aber die Türe geht halt so nicht auf. Die muss man aufmachen. Ups. So, dann zeige ich euch noch die Einzelteile, die man zusammen machen kann. Wir machen erstmal jetzt die Becken fertig. So, einmal so weg damit. Und dann kann man die Becken jetzt hier so zusammenbauen. So, so. Stelle ich euch mal so hin. Und bei den Kinderbetten kann man auch ein Hochbett bauen. Indem man das einfach so zusammensteckt. Bei den Eltern gibt es ein bisschen längliche Matratzen. Die muss man hier auch reinklemmen und dann raus. Das ist halt, das habe ich nicht zusammengebaut. Das war schon so gewesen. Beide Betten sind zusammen. Und dieses hier Ding, das kann man noch auf Folie einfach so hinmachen. Dann brauchen wir einmal das hier. Die kann man eine Hängematte, das ist nicht cool. Und dann kann man die Menschen einfach hier drauf werfen oder schaukelt. Das ist eigentlich etwas für die Mama geeignet. So. Und das Coole ist, da gibt es zwei schöne Koffer dabei. Ich habe schon einen, den hier, aber der glänzt mehr. Verdammt. Und hier ist auch ein schön großer Koffer, da könnte man zum Beispiel die Karten reinmachen. Die passen da wenigstens rein. Hier fällt sich rein. Da gibt es einmal noch zwei Handtücher. Das hier ist für die Frau und das hier ist für den Mann. Ich zeige euch mal jetzt mal die Menschen. Der hier ist dabei. Haben wir auch. Und noch zwei schöne Kinder sind dabei. Familie. So, dann kann man hier noch eine Lampe zusammenstecken. Hier ist noch ein kleiner Nachttisch. Da kann man das draufstellen. Ja, cool, oder? Da ist ein Fernsehen dabei. Einen kleinen Wecker. Sonnencreme, dort ist nur 20 drauf. So, jetzt können wir mal den Rucksack zusammenbauen, den ich vorher mal verwechselt habe. So, den könnte man hier zum Beispiel am Bett aufhängen. Hier ist noch ein Tischchen, da könnte man zum Beispiel sowas draufstellen. Mache ich, glaube ich, auch. Dann haben wir hier einmal Schuhe. Die hier sind für den Papa. Die hier sind für das Kind. Und die hier sind für die Mama. Und dann haben wir hier vier tolle Zahnbürsten, habe ich lange nicht mehr gesehen. Zwei blaue, die sind für die Jungs. Und zwei orangene für die Mädchen. Eine orangene Zahncreme, einen Föhn, ein Getränk, eine Uhr. Hier sind noch Befestigungsteile. Und noch dieser Koffer. Ja, und dann richten wir jetzt mal ein. So. Muss ich das auch wieder drehen? So. Dann fangen wir direkt mal mit dem, hier, mit den Sachen an. Thank you.
Mama hat sich schon auf der Liege gemütlich gemacht. Der Papa, der steht im Pool. Das Kind, das hat die Arme hoch und ist gerade am Runterrutschen. Das andere Kind sitzt gerade unten auf der Rutsche und wartet, bis der Junge weg ist. Hier kommt die Treppe hin. Das hier ist auch noch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da kann man so drauf gehen, dann hier hoch und dann wieder nur runter. Mach mal so, wer jetzt wieder hier stehen. Dann kommen hier einmal noch. Hin und noch von dem kleinen Kind. So, die Schuhe. Und die Dinger, die tue ich einfach irgendwo gleich hin. Und wenn ich beim Video spiele, dann tun wir in den Pool Wasser reinmachen. Bom, bom. Jetzt geht's rein. Oh, da ist mir doch was umgefallen. Kind will hier gerade oben rutschen. Hier ist der kaputte Wasser an. Dreh mal hier nochmal. Okay, dann ist das Video heute vorbei und dann hoffen wir, dass ihr mich abonniert und mir einen Daumen hoch macht. Dann sehen wir uns beim nächsten Video, wie ich damit spiele. Tschüss! Thank you.